Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Assassin's Creed 3. Jetzt endlich mal wieder. Ja, 18%. Wunderbar. Ach klar. Klar, hier waren wir. Ich erinnere mich wieder. Ja, genau. Letztes Mal war es ja so, dass wir hier irgendwo runterspringen sollen und ich glaube, ich habe es irgendwie nicht geblickt, dass wir da auf diesen beleuchteten Turm gehen sollen. Ich bin dann, glaube ich, irgendwie da hinten runtergesprungen oder sowas. Hier, da. Ich weiß nicht genau, was wir da gemacht haben. Aber komm, so geht's auch. Das wäre vielleicht noch ganz nützlich zu wissen, warum wir da jetzt genau runterspringen wollen, aber... Ich glaube, wir tun es einfach mal. Obwohl mir eigentlich eher unwohl ist, dabei von hier oben runter zu springen. Ich meine, es kann sein, dass man sich dabei verletzt. Okay. Was sollen wir tun? Hallo? Hey, das sieht aus wie so ein Dino, so ein Monster oder sowas mit so leuchtenden Augen. Ja, aber was genau sollen wir denn jetzt machen? Haben wir hier irgendwie so Missionsziele? Hä? Der hat doch gerade gesagt, die gibt uns ein Zeichen, oder? Hat sie? Keine Ahnung, wir springen einfach mal. Oh, Fallschirm. Puh. Ach so. Ach, da gibt ihr uns das Teil, wenn wir den Fallschirm aufmachen. Ja, ich habe mich schon gefragt, was in dem Rucksack drin ist. Ja, okay. Übel. So, gut ist also Desmond. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis 17. Ah! Genau so wird's gemacht, ja. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Ich glaube es oder nicht. Er war mal ein Assassin. Der ist es. So wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Wir müssen gemerkt haben, dass wir ein Netzwerk hätten und haben Cross geschickt, um nachzusetzen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle, oder? Wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was wir jetzt eigentlich mit diesem komischen Kubus machen wollen. Aber ich glaube, dazu muss man die ersten Teile gespielt haben. Um es zu verstehen. Aber gut. Was haben wir denn hier?
als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und uns einfahren. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns Neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheitert. Was? Ja, das war jetzt sicher irgendeine nützliche Information, die im Zusammenhang mit den ersten Teilen hängt, aber unglücklicherweise habe ich die nicht gespielt. Beziehungsweise den ersten habe ich mal angefangen, so das erste Level oder so. Level kann man das überhaupt sagen? Sequenz, die erste Sequenz. Aber dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, beziehungsweise hab mir dann wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten sie abwägen. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zwists zu schützen. Doch dieses waren kleine, simple Dinge, die in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür malte es uns ein Ende. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schaffen wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, rieten sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte ein Staat verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. OMG, what the heck, Barbecue? Ich meine, was ist das? Ich finde es zwar schön und gut, dass man jetzt irgendwie mehr Hintergrundinformationen kriegt, aber was ich so ein bisschen traurig finde, ist, dass man die ersten Teile unbedingt gespielt haben muss. Was mir gerade auffällt, hier, wenn man da die Stufe hochgeht, dann setzt er erst einen Fuß hoch und dann den anderen. So, jetzt ist der eine Fuß oben und der andere und das sieht geil aus, finde ich. Okay, da haben wir jetzt einiges Neues freigeschaltet, glaube ich. Ne, wo ich gerade stehen geblieben bin. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt die ersten Teile gespielt haben muss, um hier die Story zu verstehen. Ich meine, ich weiß schon so ein bisschen, worum es in Assassin's Creed geht, aber jetzt so Details, zum Beispiel, wer diese komische Frau da ist, die in Rot, oder warum die irgendwelche Welten vor irgendwelchen bösen Menschen schützen will, beziehungsweise nicht Menschen, sondern anderen Viechern. Ja. Also ich finde es jetzt nicht so geil gemacht, dass man, um das hier zu verstehen, die ersten Teile unbedingt gespielt haben muss. Oder ich bin einfach nur zu blöd, um es zu verstehen, aber das glaube ich eher nicht. Was ist mit dem los? Achso. Ah, oh, wo ist er denn? Da oben ist er hingeflitzt, gell? Ich muss ganz kurz mal auf die Uhr schauen. Ah, das wird knapp. Das wird knapp, wir haben nicht mehr viel Zeit.
kann da gerade das Spiel gespeichert wird? Weil ich würde jetzt ganz schön wieder Schluss machen. Viertelstunde, 10 Minuten, weil ich muss gleich wieder weg. Ja, wie komme ich denn da hoch zu der? Vielleicht über die Treppe. Hä? Komm ich da bitte hoch? Verarsch mich doch. Das Spiel, Alter. Hä? Ach, ganz im Ernst. Ich meine, ich finde es zwar ganz schön, so Kleinigkeiten, aber... Wie gesagt, für mich erschließt sich irgendwie nicht, wozu das gut sein soll, wenn man die ersten Teile nicht gespielt hat. Also mir war bis jetzt auch nicht so wirklich klar, warum wir immer wieder hier in die Realität zurückkehren und was eigentlich unser Auftrag ist als Desmond, aber gut, ich würde mal sagen, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe auch, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es weitergeht. Hier mit dieser etwas komischen, ach, was weiß ich, was wir hier machen. Ja, wenn es weitergeht mit Let's Play Assassin's Creed.